Betreuungsreihe zum Ausbildungsjahr 2021. Heute ein paar aktuelle Zahlen und Berichte aus den Medien. Ich habe, als ich angefangen habe mit der Serie, bereits mir Beiträge aus den Printmedien und aus dem Fernsehen notiert und gespeichert und möchte euch jetzt mal hier eine kurze Zusammenfassung zeigen, was mir so die letzten 10 bis 12 Tagen in den Medien aufgefallen ist. Also vorab ist es ein relativ übersichtlicher Bereich, der sich mit dem Thema Ausbildungen und Lehrstellen für den Herbst drum kümmert. Wenn wir anschauen, ist eigentlich der Tenor durch die Bank, es werden immer weniger Betriebe im Herbst ausbilden. Und hier, das schreibt zum Beispiel die WAZ aus Mülheim, dass dort eben schon einige Firmen Rückzieher machen. Dann habe ich hier aktuelle Zahlen vom Arbeitsmarkt. Wir haben 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wir haben eine deutlich gestiegene Arbeitslosenquote im Vergleich zum April 2019. Da ist es um mehrere hunderttausend bereits hochgegangen. Und welche Effekte hat das für den Ausbildungsmarkt? Da hat auch das ZDF, beziehungsweise hier ist die Quelle Bundesagentur für Arbeit, hat folgende Zahlen bekannt gegeben. Eben, wenn wir hier den Jahresvergleich haben, 2019 zu 2020, haben wir jetzt 40.000 Stellen weniger, die gemeldet worden sind, als im Vorjahr. Das ist schon ein massiver Einbruch. Gute 10%. Also das ist schon deutlich. Dann das Handelsblatt eben schreibt, dass das natürlich ein Irrsinns, eine große Gefahr ist und führt eben auch auf, dass natürlich das Problem Nummer eins für die Betriebe ist, die mangelnde Planbarkeit der Zukunft, dass sie keine Prognosen abgeben können, wie das alles weitergeht und sich deswegen ganz viele Betriebe jetzt eigentlich in der Zeit, wo es so wichtig ist, doch zurückhalten und keine Stelle erstmal ausschreiben. Hier auf T-Online habe ich das gefunden und da schreiben sie eben, betroffen seien nicht zuletzt viele der über 400.000 Ausbildungsbetriebe, besonders in Hotel, Gastronomie, Tourismus, Einzelhandel, aber auch in großen Teilen der Industrie. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt mal drei Wirtschaftszweige rausgesucht. Wie schauen denn da die Kernzahlen, so Rahmendaten aus? Ist natürlich alles momentan nicht so leicht zu bekommen. Hier habe ich dank des Heute-Journals folgende Zahlen. Also wenn man sich mal die Quartalszahlen von Daimler und VW anschaut, das ist natürlich der Wahnsinn. -80%. Und da sind auch eben ganz viele Menschen in Kurzarbeit, auch die ganzen Zulieferer natürlich, diese ganze Wirtschaftskette sind in Kurzarbeit und ganz viele, oder ich glaube sogar alle Automobilhersteller haben eigentlich einen totalen Stopp und brauchen jetzt vor allem auch wieder Zeit, dass das alles anläuft. Man hört ja jetzt schon, gestern war ja, glaube ich, Termin bei der Bundeskanzlerin und die wollen schon wieder Fördergelder haben, Anreize zum Kauf von Autos. Ob das zielführend ist, lasse ich jetzt mal unbeantwortet. Wie geht es der Reisebranche als nächstes? Auch hier wieder ein paar Kerndaten. Wir haben etwa 2,4 Millionen Mitarbeiter im Gastgewerbe. In der Automobilindustrie sind es übrigens so um die 800.000 inklusive der Zulieferer. Da nur mal zu sehen, das sind immerhin dreimal so viel wie die Automobilindustrie. Geschätzter Ausfall 10 Milliarden und da ist ein ganz großer Faktor, das Geld lässt sich nicht wieder reinholen. Der Kunde kann jetzt nicht sagen, ich esse jetzt doppelt so viel, ich esse nochmal nach und ich hole mir nochmal den Urlaub nach. Also das sind wirklich, das sind komplette Ausfälle, wobei jetzt zum Beispiel bei der Automobilindustrie, klar werden sie Verluste haben, aber das könnten auch, das kann man wieder reinholen, zumindest ein Teil. Bei der Reisebranche oder Gastronomie, das Geld ist einfach weg. Es fehlt den Unternehmen. Genau, Zukunft, hier habe ich es notiert, äußerst ungewiss, wie es auch weitergeht. Muss man halt mal schauen, wie die einzelnen Bundesländer jetzt reagieren. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern erlaubt wieder Urlaub bei sich. Aber das kann sich natürlich in 2 Wochen wieder ändern. Hier
noch ein paar weitere Sachen, eben die haben massive Reiseeinschränkungen. Diese weltweite Reisewarnung gab es ja noch nie. Deswegen sind alle Fluglinien stehen am Boden. Reisebüros bearbeiten eigentlich nur Storna-Aufträge und auch die ganzen Zulieferbetriebe, die den Restaurants die Lebensmittel liefern, die Reinigungskräfte, das alles, was drumherum ist, Fahrdienste vom Flughafen zu Hotels und was da alles dranhängt, die haben natürlich alle auch keine Aufträge mehr und stehen im Endeffekt auch vorm Nichts. Hier habe ich mal kurz aufgelistet. Könnt ihr mal alle die Quellen anschauen, euch die ganzen Artikel oder Berichte direkt durchschauen. Falls jemand sagt, hey, der erzählt ja Quatsch, das glaube ich ihm nicht. Also kurz hier mein Quellenverzeichnis. Und dann komme ich eben zum Ausblick Teil 7. Dem möchte ich eben jetzt anhand dieser ganzen Zahlen, die ja leider nicht gerade so toll ausschauen, eine persönliche Einschätzung abgeben und die Phase 2 vorstellen. Und da wird ein ganz großer Punkt eben sein unter dem Motto Try Jobs, Get Jobs, Lehrstelle sichern. Ihr müsst jetzt, ihr Jugendlichen, ihr müsst jetzt schauen, dass ihr ein Praktikum macht, Lehrstelle findet. Es gibt noch Stellen, ihr müsst die richtigen Zweige finden, auch was, was euch Spaß macht. Und ihr müsst jetzt aktiv werden, weil ihr euch durch den Ausfall der letzten 2 Monate ist das natürlich alles brachgelegen. In der Schule hat euch keiner geholfen, die Jobagentur hat die Berufsberatung mehr oder weniger eingestellt. Und jetzt müssen wir ganz, ganz schnell handeln, dass ihr noch um Pfingsten rum Praktikas machen könnt, speziell im Handwerk. Da geht es nur über ein gutes Praktikum. Dass ihr euch Lehrstellen sichert und eine Perspektive für den Herbst ab. Sonst steht ihr plötzlich da, das neue Schuljahr geht los und ihr wisst gar nicht, was ihr tun sollt. Und das wollen wir verhindern. Deswegen try Jobs, get Jobs und alles weitere dann in den nächsten Teilen. Bleibt gesund. Ciao, ciao.